Ist mein jetziger Job noch das Richtige? Wenn nicht, wie finde ich heraus, was das Richtige für mich ist? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Eine weitere Frage, die gestellt wurde in diesem kleinen Beitrag, werde ich jetzt ja, dir ein paar Aspekte schenken, wie du herausfindest, ob der Job noch das Richtige ist. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wenn du dich morgens fragst oder je nachdem, wann du zur Arbeit, zu deinem Job gehst, würdest du da auch hingehen, wenn es am Ende vom Monat kein Geld dafür gäbe? Das ist eine simple und einfache Frage. Würdest du in diese Firma, in das Unternehmen auch gehen, wenn am Ende vom Monat da nicht Summe X auf dein Konto überwiesen würde? Und wenn da ein Nein kommt, wenn du dann lieber zu Hause bleiben würdest, dann hast du schon mal einen großen Hinweis dafür, dass der Job, den du gerade machst, wohl nicht das ist, was ganz deinem Herzen entspricht, was deiner Berufung, was dem Ruf deiner Seele entspricht. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen und der Denker, der Verstand sagt jetzt, ja, ich muss das doch machen, weil der Kühlschrank gefüllt werden muss und. Ja, das ist auch alles ein Stück weit richtig und doch nicht richtig. Das hat alles auch was mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Wir glauben einfach, weil wir von unserer Gesellschaft, von der Kinderstube, vom Teenageralter, von der Schule, vom Umfeld einfach so geprägt sind, dass wir Dinge machen müssen, nur des Geldes wegen oder vielleicht sogar uns glücklich schätzen können, im heutigen Zeitalter überhaupt einen Job zu haben. Das ist alles nur ein Glaubenssatz. Du kannst diesen Glaubenssatz auch einfach umkehren, indem du ihn hinterfragst, ist das wirklich wahr? Und schau dir doch mal viele Menschen an, von denen du weißt, auch wenn du sie nicht persönlich kennst, die dem Ruf ihrer Seele folgen, die ihre Berufung leben und die damit einfach das nötige Geld jeden Monat auch generieren, um wirklich ein großartiges Leben auch zu führen. Und das ist doch ein deutlicher Indiz dafür, dass es funktioniert. Und deshalb mal jetzt so der Hinweis auch an dich, nochmal eingangs die Frage, wenn du in diese Firma, in die du jetzt gehst, morgens oder mittags, je nachdem, wirklich nur hingehst, weil am Ende vom Monat nur Summe X auf deinem Konto erscheint und du ansonsten nicht hingehen würdest, dann ist das der Indiz dafür, dass es nicht dem Ruf deiner Seele entspricht. Und dann schau einfach mal, was könnte dem Ruf deiner Seele entsprechen, was machst du gerne, was könnte deine wahre Berufung sein. Und dann kannst du dich Schritt für Schritt auch wiederum leiten lassen und dir die Frage stellen, wie kann ich denn damit die nötige Geldenergie in mein Leben ziehen? Und dann wirst du auch sehen, wie das Universum in Bewegung kommt und dir viele Möglichkeiten da einfach zeigt und du dich so auf den Weg zu deiner Berufung begibst und ja, irgendwann der Tag X dann auch da sein wird, wo du dich morgens voller Freude aus dem Bett bewegst, weil ein neuer Tag da ist und du wirklich das tust, was dir am Herzen liegt, anderen Menschen dienst, ganz nach dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass gerade dich es gibt und damit eben auch die entsprechende Geldenergie zu dir fließt. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen. Danke für dein Dabeisein. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.